Herzlich willkommen, Herr Alexander Herzog. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für die Kampagne Recht auf Selbstbestimmung. Sie sind ja stellvertretender Obmann der SVA und somit einer der Gesundheitsträger sozusagen. Wie sehen Sie die Thematik rund um das Thema Scheinselbstständigkeit? Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Möglichkeit, hier mit Ihnen ein bisschen darüber zu sprechen. Das Thema Recht auf Selbstständigkeit ist eines der zentralen Themen, mit denen sowohl die SVA als auch ich persönlich immer wieder in den Medien präsent sind. Es ist uns ein ganz wichtiges Thema. Warum? Weil wir selbst von unseren Versicherten dieses Thema immer wieder bekommen. Es kommen immer wieder zahllose Versicherte zu uns, die sich darüber beschweren und sagen, sie sind jetzt umgereiht worden, die GKK bedroht sie mit einer Umreihung, was können sie dagegen tun? Sie wollen eigentlich selbstständig sein. Das heißt, das Thema ist präsent, das Thema ist virulent und wir sind natürlich hier auch nicht nur ein Dienstleister, der sind wir primär, aber wir kümmern uns auch sehr stark um die Interessen unserer Versicherten und dieses Thema haben wir natürlich aufgenommen. Okay, das heißt, bei Ihnen kommen genauso viele Beispiele wie zu uns auch, wahrscheinlich bei Ihnen sogar noch ein bisschen mehr natürlich. Wie sehen Sie, wir haben als hauptsächliche Thema, dass Know-how als Betriebsmittel derzeit nicht anerkannt wird von der Gebietskrankenkasse und somit natürlich, dass nicht das Betriebsmittel zulässig ist. Wie stehen Sie zum Thema Know-how als Betriebsmittel? Schauen Sie, ich bin selbst Unternehmensberater in meinem Zivilberuf und für mich ist das ganz klar, dass man das Know-how als Betriebsmittel anerkennen muss, weil das sind die Dinge, die man sich selbst als Berater, als Unternehmensberater ja im Laufe der Jahre oder auch Jahrzehnte erlernt. Also wenn nicht das, was sollte man dann sonst als Betriebsmittel anerkennen? Okay, das freut uns natürlich sehr. Jetzt melden sehr viele Mitglieder, die schon das Problem hatten, dass sie jetzt einen interessanten Passus haben, dass sie doppelt gezahlt haben. Das heißt einmal an die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft und dann eben im Nachgang an die Gebietskrankenkasse. Lässt sich das wirklich nicht gegenrechnen? Kann man da keine Vereinfachung finden zwischen SVA und Gebietskrankenkasse? Woran scheitert es da? Herr Burschitz, das ist eines der zwei großen Themen, die diesen Themenbereich Recht auf Selbstständigkeit bzw. Umreihung betreffen. Wir können leider diese Beiträge nicht saldieren in der geltenden Rechtslage, weil wenn ein Versicherter auch nur ein einziges Mal die Leistung in Anspruch nimmt und sei es nur um ein paar Euro, kann ich ihm oft Tausende von Euros nicht rückvergüten. Ich darf nicht einmal den in Anspruch genommenen Betrag saldieren. Das heißt, es wäre mir ein großes Anliegen, wenn wir hier wenigstens zu einer Regelung kommen würden und die Sozialpartner sind ja auch in Gesprächen, dass wir vielleicht ein gemeinsames Cashpooling machen können und somit die finanziellen Konsequenzen einer Umreihung etwas mildern können. Das wäre ein wünschenswerter erster Schritt und da hoffe ich, dass die auch wirklich einmal kommt. Das heißt, wenn ich Sie aber richtig verstehe, ist es jetzt nicht der Wille, der fehlt, sondern tatsächlich die Grundlage oder die gesetzliche Grundlage, dass Sie das machen dürfen? Ja, es ist die gesetzliche Grundlage. Wir in der SVA stehen leider Gottes sehr oft vor der Situation, dass wir Dinge tun müssen, die wir eigentlich gar nicht wollen. Als Beispiel darf ich Ihnen nur die Verzugszinsen nennen. Die sind im Moment bei 9%. Es ist uns gelungen, die per 1.1. nächsten Jahres auf knapp über 4% zu drücken per Gesetz. Das war schon mühsam. Jetzt ist 4% immer noch weit jenseits der aktuellen Sekundärmarktrendite. Wir müssen es trotzdem exekutieren. Wir stehen in der Kritik, obwohl wir es gar nicht wollen. Das ist auch so ein Beispiel. Wie würden Sie jetzt sehen, was gibt es noch weitere Lösungsvorschläge? Also für uns klar, Know-how als Betriebsmittel, entsprechender Arbeitsort auf Basis der Unternehmensgröße angepasst. Würden Ihnen noch andere Kriterien einfallen oder hätten Sie noch andere Ideen, wie wir das gesamte Themengebiet, das scheinbar alle als Problem anerkennen, in den Griff kriegen können? Ganz grundsätzlich muss ich dazu eins sagen, dass die Schwierigkeit in diesem Themengebiet ist ja, dass es doch wir mit einer Reihe von Fällen von Scheinselbstständigkeit zu tun haben. Das ist einmal nicht im Interesse der SVA, auch nicht im Interesse der Wirtschaftskammer. Das heißt, die Scheinselbstständigkeit, hier muss man eine Methodik und eine Mechanik finden, wie wir die Spreu vom Weizen separieren können. Grundsätzlich von meiner Denkweise bin ich schon der Meinung, dass jemand, der sagt, ich möchte selbstständig sein, und das auch wirklich will, der auch das Recht dazu bekommen sollte. Ich hatte hier gerade vor 2 Wochen in der SVA eine große Runde von Kameraleuten vom ATV und vom ORF da, die sagen, sie haben jetzt große Probleme, weil die Gebietskrankenkasse hier Untersuchungen durchführt, aber sie wollen alle selbstständig bleiben, sie wollen sich nicht angestellt lassen, sie wollen ihre Flexibilität erhalten. Und da ist es allerdings so, dass die Gebietskrankenkasse darüber befindet, wer selbstständig ist und wer nicht. Wir wollen hier ein Mitspracherecht auf Augenhöhe, die SVA. Der zweite Themenkomplex ist, wie schon angesprochen, sind die finanziellen Konsequenzen. Hier stelle ich mir ein Cashpooling-System vor, das es uns erlaubt, bereits bezahlte Beiträge zu saldieren.
Das wäre ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, kurzfristig, bis wir zu diesen Regelungen kommen, die eine Gesetzwerdung, sprich eine Mehrheit im Nationalrat bedürfen, ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass, und das macht die Gebietskrankenkasse schon, das muss man auch positiv hervorheben, dass sie branchenweise eine Gleichbehandlung vornimmt. Das heißt, dass sie branchenweise Kriterienkataloge vornimmt, die, und das ist wieder das Schlechte daran, leider nicht verbindlich sind für die Gebietskrankenkasse. Aber zumindest ist ein erster Schritt, dass sich auch Selbstständige daran orientieren können, wann bin ich jetzt mit einem Fuß im Kriminal, wann bin ich jetzt in der Scheinselbstständigkeit, obwohl ich es eigentlich gar nicht will, und wann kann ich mich darauf verlassen, dass der von mir freiwillig gewählte Staat, ich will selbstständig sein, auch so bleibt. Herr Herzog, ich nehme Ihren Aussagen durchaus positives Element für unsere Kampagne, insbesondere für die Recht auf Selbstbestimmung, also dass jeder selbst entscheiden darf, wie er oder sie arbeiten möchte. Danke für Ihre Zeit und noch einen schönen Tag. Danke. Dankeschön. Danke.